Willkommen zurück zu Ahead in Time beim Deathwish-Modus. Wir werden uns jetzt noch den Kameratouristen Abzeichen hier geben lassen. Uns fehlen nämlich noch zwei Gegner, die wir fotografieren müssen. Ein Foto mit drei verschiedenen Gegnern und von jedem Boss ein Foto. Ja, ich sage euch ganz schnell, wie das geht. Es ist wirklich nicht schwer. Und ja, ich sage euch halt nur die letzten beiden, glaube ich. Ich glaube, das erste ist nicht so wichtig. Ja. Sie kam aus dem All. Warum gehe ich in dieses Level zurück? Naja, falls ihr ein Easy Level haben wollt, wo ihr drei Gegner von einer anderen Art, alle drei, sofort auf einem Bild haben möchtet, ist das hier, glaube ich, euer bestes Level. Ich glaube, es gibt noch ein anderes Level wie Two Rift oder sowas, kann man auch machen. Aber es ist super einfach. Ihr rennt hier einfach die Treppe ein bisschen hoch. Genau, hier seht ihr diesen schlafenden Typen. Hier ist ein Mafia-Dude. Müsst ihr einmal schlagen, damit der aggro wird. Und ihr seht die beiden, ja, die ganzen Vögelviecher. Wenn alle drei zu sehen sind, könnt ihr einfach hier ein Foto machen. Und das war's. Krass, oder? Ja. Und jetzt wird Headkit verprügelt. Ich denke, um die Bosse am einfachsten zu fotografieren, gilt ihr einfach in deren X-Version, weil da spawnt ihr direkt bei denen und müsst nicht das ganze Level nachmachen. Ich habe nur ein einziges Problem. Und zwar habe ich Mustache Girls Kampf und ich weiß, dass sie auf jeden Fall noch einen Kampf haben wird. Das muss ja eigentlich einfach, weil jeder Boss hat das bisher. Lol, das ist ja alles modelliert. What the hell? Schön. Foto machen. Foto machen. Lächeln. Ja. Und dann könnt ihr einfach direkt wieder raus. Hier sind die nächsten Bisse. Zack. Jetzt habt ihr zwei auf einmal. Zieht doch ein zwei auf einmal. Drei fehlen noch. Wisst ihr, mir fehlt tatsächlich noch ein Gegner. Ich frage mich, ob seine Lakaien als Gegner zählen, ob ich die auch fotografieren kann. Das frage ich mich. Nur aus bestimmten Winkeln kann man den fotografieren, auf irgendeinen Grund. Ups. Überhaupt nicht eingespielt hier. Hier, die hier. Kann ich die nicht fotografieren? Das sind doch auch Gegner von ihm. Nee, zählen bei der Attacke anscheinend nicht dazu. Okay. Hallöchen, Toilette. Da ist sogar Schweck drin. Schaut euch das an. Können wir sagen, was ihr wollt. Wer soll das sonst darstellen? Na, ist egal. Das hier wird mein letzter Gegner sein. Zack. Erzählt dazu. Und, ja. Oh, ich habe jetzt Animation nicht gezeigt, aber scheinbar haben wir genug geschafft hier, um schon eine Belohnung zu bekommen. Das mit dem letzten Boss, das mache ich auf jeden Fall noch mit Mustache Girl, sobald wir bei ihr sind. Keine Sorge. Wir kriegen, ja, habe ich mir schon gedacht, einen Kamerafilter. Filmplakat. Aha. Schauen wir mal, wie das aussieht. Wie mache ich das? Menü? Kameraart? Ne, wie war das? Das war hier irgendwo anders. Moment. Das war... Hier, Filter. Filmplakat, da unten. Hey, cutest Hack Adventure. Irgendwie ist das süß. Ja, das ist irgendwie lustig. Nur ein bisschen verbuggt, wie ihr sehen könnt. Aber das ist doch lustig, das ist doch süß. Ja. Head in Time, a movie by some girl. Ja. Machen wir weiter mit dem Community-Riss. The Mountain Rift von Devin Mr. Brawls. Ja. Alles einsammeln, wie nachdem. Ich liebe Berge, du nicht auch? All diese malerischen, vertikalen Bergstürze. Okay. Das ist das letzte von den drei Community-Maps. Tja, ich find's einfach generell ziemlich cool, dass diese Community-Levels reingeschafft haben. Nur, soweit ich weiß, ist das jetzt das einzige von denen, was aus irgendeinem Grund kein eigenes Lied bekommen hat. Ich glaube, das ist kein eigenes Lied, oder? Achso, stimmt, Bilder. Ups, habe ich vergessen. Ich meine, haben natürlich nichts vergessen, ne? Die Anzahl ist 1, 2, 2, 2 und dann irgendwann nochmal 1. Also ja, die ganze Zeit 2 finden. Okay, das kriegen wir hin. Ich weiß, ist das ein neuer Song? Ich meine, als ich letztens auf dem Soundtrack nachgeschaut habe, habe ich diesen Song nicht gefunden. Vielleicht habe ich mich aber auch, habe ich es aber auch übersehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Aber hey, ich will kurz sagen, das sieht schön aus hier. Sieht schön aus. Oder was meint ihr? Hier oben ist eins. An diesen Dingern. Boah. Aber generell gerade eine Kamera dabei. Kann man ein bisschen mehr sehen. Tja, wie gesagt, da kommen noch ein bisschen was an Ponds auf uns zu. Aber das ist ja kein Zeitriss. Das heißt, wir können ein. Also, es ist doch ein Zeitriss, aber es ist ja kein Collapsing-Riss. Da können wir einfach ein bisschen chillen. Und ja, was ist denn hier? Einfach so ein paar Berge, okay. Das ist ganz nett. Warum nicht? Ein bisschen Detail kann nicht schaden. Was ist denn unten? Ich glaube, da unten ist nichts. Ich gehe jetzt mal weiter. Gott, Einwohnermaske. Auch wenn mein Outfit damit ein bisschen... Oh, Leute, warte mal, das passt sogar an. Das ist ja cool. Hat was. Oh, ihr müsst alle sterben. Ihr müsst alle sterben. Und ihr werdet mich nicht killen. Dankeschön, Spiel. Und wo fehlt jetzt noch was? Oh Gott, das war knapp. Aber hat funktioniert. Haha. Komm ich zu einer einsamen Insel? Und wie komme ich da hoch? Hier sind ein paar Plattformen, aber ich muss jetzt mal wissen, wie ich zum Plattform hinkomme. Da hinten ist das Tor. Schon und gut, darum habe ich noch ein Bild gesehen. Glaube ich, meine ich, behaupte ich. Bilder, nette Bilder überall. Nee, das ist ja leider kein Bild. Da hinten müssen wir noch eins holen. Und dann muss ich noch ein Bild irgendwo finden. Die sind halt gut versteckt, ne? Wisst ihr ja mittlerweile, denke ich mal. So. Oh Gott, das war knapp. Bonk. Doof. Das ist natürlich doof gelaufen, du. Aber eventuell finde ich jetzt hier ein bisschen was mehr. Aber schaut mal, hier kann man lang. Haha, schau mal. Hehe. Ist mir gerade aufgefallen, dass da ein Grasbüsch einfach so hier. So, warum ist da ein Grasbüsch? Da muss irgendwie was geben. Ja. Okay, ich glaube, das ist da einfach der letzte Pin da oben. Und dann haben wir alles. Hier. Gibt es ein bisschen mehr Gebiete, aber. Die Community-Risse sind ja. Oder Risse, Rifts. Was auch immer. Die sind ja auch generell ein bisschen länger. Wo ich eigentlich nichts dagegen habe, möchte sein. Schaffe ich den weiten Sprung? Ich sag ja. Ich sage, yes, I can. Woo. Komm rein da. Die Musik ist auf jeden Fall cool. Nee, das ist kein neuer Soundtrack. Ich glaube, den hatten wir schon mal. Das ist auch der, wo ich gesagt habe, hört sich an wie Celeste, ne? Das war der. Das ist kein neuer. Keine Ahnung, warum die hier keinen neuen gemacht haben. Aber ich beschwere mich nicht. Was soll's. Es gibt sowieso schon genug geile Tracks in diesem Spiel. Da braucht man nicht noch mehr machen. Nicht unbedingt. Ich kann die anvisieren, aber es hilft mir nicht. Oh Gott. Bonk. Schon genug? Das kann nicht sein. Muss doch noch mehr geben. Schon, dass die Musik weitergeht, wenn ich in die Kamera gehe. Das ist ja nicht in jedem Level so, oder? Ich glaube nicht. I don't know, ich glaube nicht. Nein, nein. Hier ist ein bisschen Money. Brauche ich nicht. Ich bin rich. Kann damit nichts anfangen. Also noch nicht, vielleicht. Weiß ja nicht. Und ja, von dem Finalen. Ich will kurz sagen, dass wir nach diesem Level fertig sind mit Alpine Skylines of Deathwish. Und danach. Naja, eigentlich nur zwei Level noch kommen. Oh, hier ist das Bild übrigens. Zwei Level noch kommen zu Finale. Wo es nur ein Level gab. Und ich glaube, was gab es noch? Auf jeden Fall vom Steel Deal DLC gab es noch irgendwas. So, zwei Level vom Steel Deal DLC. Knappes Ding. Boah. Aber ich habe noch nicht geschaut, was man da machen muss. Ich habe nur gesehen, was es alles ungefähr gibt. Ungefähr. Ich habe mich nicht viel spoilern lassen. Keine Sorge, Leute. Ich habe mich nicht wirklich spoilern lassen. Entspannt euch. Ich habe nur nachgeschaut, was noch alles gibt.
Weil ich sicher gehen wollte, dass wir bald durch sind. Yay. Also sind wir jetzt schon durch? Warte mal. Nee, ein Bild fehlt noch. Oh Gott. Mir fehlt ja ein Bild. Nee, da war ich schon. Ich glaube, da war ich schon. Wo bin ich hier eigentlich? Hier war ich noch nicht, oder? Das ist ein Trampolin. Hm? Nee, doch. Okay, ich habe das Bild gefunden. Das war Zufall. Na gut. Ich denke, wir sind hier fertig. Ich habe zumindest nichts mehr gefunden. Keine Ahnung. Machen wir es mal weiter. Okay, das ist einfach gar nicht versteckt. Das ist einfach nur. Liegt einfach nur rum. Okay. Kann man machen. Die Idee kann man einfach so benutzen. Braucht man keine Dweller Mask für. Okay, na gut. Wenn das so ist, lass mich in Ruhe, Mann. Das ist komisch, das ist creepy, Mann. Lass mich in Ruhe, Mann. Ey, yo, Mann. Komm, schnell klettern, schnell klettern. Und dann verprügelt werden von den Vögeln. Bam, bam, bam. Oder ich verprügel die. Hehe, wie wär's damit, hä? Oh nein. Ah, knappes Ding. Komm schon. Ja, jetzt hat's geklappt. Okay, dann ist das Ziel. Schön. Ach, schau mal hier. Schau mal hier. Schau mal hier. So, da oben. Aktivieren nochmal. Ich hab nicht gewusst, wo ich lang musste. Hä? Bin ich da vorbei? Kamera macht aber auch einen echt kacke Job gerade. Ich meine, okay, macht sie immer in diesem Spiel, aber dennoch, hallo! Was soll denn das? Ja, brauchen wir die anderen Plattformen nicht. Schaffen wir noch so. Okay. Eins. Oh, das ist ein Bild. Ja, das ist das letzte Bild hier. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf Collectibles noch, die ich sehen kann selber. Ob es die letzten sind, kann ich euch nicht sagen. Aber es sind auf jeden Fall noch welche. Boing. wo gehe ich lang? Ich gehe erstmal hier lang. Haha. Ich kann mich entscheiden. Freunde. Yay. Wo ist denn das Ding? Hier? Oder wo war das? War das oben? Was neben mir? Wo war das? Das war da hinten. Oh Gott. Okay. Ja. Okay, wie gehe ich das denn an? Warte mal. Hm? Hä? Achso, soll ich da erstmal. Ah, warte. Ich glaube, jetzt weiß ich es. Momentchen mal. Ich glaube, ich glaube, jetzt weiß ich es tatsächlich. Jetzt. Ja, okay, hier erstmal überlegen. Da will ich hoch. Ja, schön. Hier will ich rüber. Das geht nicht. Achso, einfach nur so drüber. Okay. Okay. Ja. Okay, warte. Ich kann hier einfach kurz chillen. Kurz stehen bleiben, kurz Gedanken sammeln. Was ist denn da oben? Nur Geld und Herzen. Ah, aber kann ich das tatsächlich ganz gut gebrauchen jetzt. Ganz ehrlich. Aber komm ich nicht hoch? Ich komm da nicht hoch, Mann. Ich brauche aber das Leben da oben. Alter. Ich lasse es einfach. Komm. Einfach ausweichen jetzt. Ich kann es mir jetzt nicht erlauben zu sterben. Das wäre jetzt echt dumm. Das wäre jetzt echt kacke. Oh Gott. Okay. Gott. Hallo! Oh, Junge! Warte mal, hatten wir das hier eigentlich hier oben? Ich habe das Gefühl, das hatten wir verpasst, oder? Kann das sein? Ah, ne, das hatten wir. Nee, ja. Eventuell war es doch gar nicht mal so schlecht, dass ich gestorben bin, weil ich habe vielleicht das hier verpasst. Ich bin mir nicht sicher. Kann sein. Ich habe nochmal nachgeschaut, wie das mit den Nummern und alles aussieht. Na, das hatten wir vielleicht, oder? Hatten wir das nicht?
weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber ich bin ziemlich sicher, hier waren wir nicht drin, oder? Hier diese Abkürzung und hier diesen Weg entlang. Ich glaube, das haben wir sogar verpasst. Also ja, war eigentlich ganz gut, dass ich gestorben bin, weil dann habe ich jetzt zumindest mal alles einsammeln können. Mir fehlt noch kurz das Bild, was ich noch nicht eingesammelt habe, und dann bin ich hier durch. Da oben ist es auch schon. Ja. Obwohl, war ich hier nicht? Doch, vielleicht habe ich das doch. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich schneide trotzdem einfach mit rein, für den Fall, dass ich es irgendwie nicht eingesammelt habe. Als ob ich mir noch alles anschaue. Wie sehe ich denn aus? Okay, machen wir einfach von hier aus weiter, würde ich sagen. Ich denke, ich habe so ziemlich jetzt alles wieder mehr oder weniger zurückerlangt. Genau, hier bin ich ja gestorben. Ich weiß nicht mehr, was hier überhaupt war. Aber irgendwie habe ich ein Upsi gemacht. Und bin gefallen. Wie ein Falligalli. Okay, kurz chillen. Oh Mann, ey. Heute ist mein Platforming nicht top. Nicht optimal. Da muss ich jetzt mal ein bisschen mehr aufpassen. Okay. Oh, das Leben. Erstmal das Leben, das ist wichtiger. Okay. Gut. Uns fehlen noch zwei Ponds. Und zwar einmal dort und einmal dort. Darum sieht das aus. Nee, das war keine Kiste. Das ist ein Trampolin. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich zu den beiden hinkomme. Ich denke einfach mal ein bisschen skillen. Dann werde ich es herausfinden. Ja, wenn Leute, wenn ihr nämlich skillt in dieses Spiel, dann findet ihr einfach so Sachen heraus. Voll krass, oder? Auf jeden Fall. What? Was? Ach so, hier sind zwei Wände. Ah, habe ich nicht gecheckt. Lui. Obwohl es offensichtlich ist. Ja, schwer ist das nicht unbedingt. Es ist halt einfach viel Platforming. Und da unten ist das letzte. Warte, schaffe ich den Sprung nicht von hier aus theoretisch? Ja! Ich habe mir einfach das Platforming gespart. Wie hätte man das denn sonst machen müssen? Ja, einfach von hier, ne, nach da, nach da, nach da und alles. Da war der Start. Und da ist das Ziel. Okay. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, wir sind jetzt durch. Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben jetzt alles. Und beim letzten Gebiet, wo das Ziel ist, kommen wir die letzte Seite, bin ich mir ziemlich sicher. Wir werden jetzt herausfinden, ob das stimmt. Ich hoffe, es stimmt. Ist unsichtbare Wand. Ah, aber das hier war der. Ah, das ist cool, dass das hier dieser Anfangsbereich ist von Alpine Skylines, wo man gar nicht mehr hinkommen kann. Das finde ich hier ganz cool. Ja, wo ist denn das Bild? Oh, warte, ich habe eine Idee. Ist es da oben? Nein? Doch! War woanders oben. Aber ja, da oben ist es. Diese kaputten Säulen, die in die Luft fliegen, erinnern mich ein bisschen an irgendeinen Bereich aus dem Subcon Forest. Aber ist auch egal. Bonk, bonk. Und wir sind hier durch. Wir kriegen eine kleine weitere Story noch. Das Bilderbüchlein. Ja, haben wir alles gesammelt. Let's go. The Nomads, oder Nomads. Die Viecher auf jeden Fall aus Alpine Skylines. Ja. Ist halt Schneeberge überall. Die Typen leben da. Machen sich's bequem. Einmal kommt der Ziegentyp. Und die leben zusammen miteinander. Und bauen große Werke auf. Haben hier zusammen die Windmühle aufgebaut und klauen die Eier der Vögel. Hahaha, hoho. Und haben Glocken erschaffen. Und generell haben sie einfach gemeinsam so viel geschaffen. Sind gute Freunde geworden. Und win-win, würde ich mal sagen. Nett. Haben so viel, ein perfektes Bild. Okay. Naja, falls du nicht erwähnt haben sollte, das Bild von Mustache Girl mache ich dann, wenn wir dann bei ihr in einem Kampf sind. Und ja. Okay. Ja gut, dann sind wir durch. Damit. Wir haben hier unten noch einen Risszusammenbruch. Tiefsee. Ja genau, wir sind jetzt durch mit Alpine Skylines. Ich würde sagen, ja, machen wir das hier, oder? Können wir das machen, oder? Die bärtige Herausforderung. Okay, das ist Master Girl wahrscheinlich. Okay, ja, das können wir auch machen. Aber ich will eigentlich erstmal das hier machen. Dafür haben wir, glaube ich, noch Zeit in der Folge. Schließe den Tiefsee-Zeitriss ab. Der Zeitriss ist instabil geworden. Du hast drei Leben.
Verirrt, wenn du doch nur die Kamera hättest. Ich hab die doch. Na dann, viel Glück. Letzter Risszusammenbruch aus dem DLC hier. Okay, ich habe keine Ahnung, was es hier alles gibt und wo die ganzen Sachen sind, ja. Oh, warte mal, ich erinnere mich an dieses Zeitriss. Ich hab's gehasst. Ich habe mich so geragequittet gefühlt. Ja, ich erinnere mich, aber das ist alles spiegelverkehrt, Tatsache. Ist gar nichts mehr. Ja, warum ist das spiegelverkehrt? Okay. Aber ja, das habe ich gehasst, ey, das spiel ich jetzt gerade nur ungern, ne? Dann unsichtbare Katzen. Aber hat richtig viel Zeit, wie ich sehe. 300 Sekunden. Aber warum denn so extrem viel, frage ich mich. Was hat das auf sich? Ich weiß es noch nicht. Okay, hinter mir ist das Ding. Ich hab's. Und da oben habe ich was gesehen. In der Luft. Oha, wow. Da geht's da richtig weit nach oben auf einmal. Warte, mehr ist hier nicht? Das ist alles nur für eins? Das ist ja krass. Das ist wirklich krass. Okay. Vielleicht sage ich auf jeden Fall auch den First Try und dann die übrig gebliebenen Tries, ne? Kennt das ja. Achso. Erstmal hier und dann. Warum auch immer. Bisschen Zeit verschwenden. Na gut. Was soll's. Wo komm ich denn da rüber? Achso. Verdammt. Aber ich kann auch hier abkürzen. Haha. Oh nein. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Sterben. Cool. Ne, wo will ich lang? Ich muss noch. Oh, Kamera. Ich will doch nur wissen, wie ich da hochkomme. Ich gehe mal davon aus, dass ich das wieder von hier mache. Alter. Ist nicht dein Ernst? Ich habe keine Zeit, Mann. Ne, ich glaube, da muss ich euch den Final Try zeigen. Ich glaube, das wird sonst nicht zu. Ah, schau mal. Hier kann man auch lang. Habe ich gar nicht gesehen. Mit dem Patrick überall drauf. Hier dann das erscheinen lassen für ein Herz. Oder auch gar nicht. Okay, lassen wir es einfach. So dringend brauche ich eure Herzen nicht, ja? Herzen sind mir egal. Will mal sehen. Mehr gibt's hier nicht? Absolut keine Ahnung. Wo ist überhaupt das Ziel? Da unten ist es. Boah, nur zwei. Okay, dann gibt's hier wahrscheinlich nicht mehr. Gehen wir mal weiter. Oh, so viele Bereiche, Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Das kann ehrlich nicht wahr sein. Guck mal, wie viel Zeit wir halt haben. Das ist ein übelst das lange Level, ne? Total. Nee, da kann niemals was drin sein. Dem traue ich nicht. Aber wisst ihr was? Für den Fall, dass da doch was drin ist. Oh, da war nichts mehr groß drin. Schon die Zeit verschwendet. Oh, schon wieder. Oh, nice. Ich liebe es, Zeit verschwenden. Das ist verschwendet. Ich habe eure Zeit, indem ich einfach kommentiere, das reinschneide, obwohl ich diesen Run gar nicht schaffe. Cool, oder? Ich weiß, euch gefällt das. Deshalb mache ich das ja gerne. So. Hallo? Alter, wie er mich weggeschleudert hat. Nee, das werde ich auf jeden Fall nachschauen. Mir eine Route überlegen, bevor ich es dann angehe. Das geht ja gar nicht. Hey, ist gar nichts? Wow! Toll! Super meine Zeit verbracht hier mit. So Leute, dieses Level hat viel zu lange gedauert. Ich habe so viele Aufnahmen. Eigentlich brauche ich euch gar nichts davon zeigen, weil es alles einfach Failed-Attempts sind. Ich werde euch hier noch ein paar lustige Szenen zeigen, wo ich ausgerastet bin. Aber ansonsten, das Einzige, was ihr wissen müsst, ist, macht ungefähr das nach, was ich mache. Ungefähr den gleichen Weg, halt minus die Fehler, die ich ab und zu mache. Und auf jeden Fall ist es sehr wichtig, den Magneten auszurüsten, weil ihr werdet schon vor allem am Anfang des Levels merken, dass er nützlich sein wird, dass ihr sofort die Ponds von weiter weg erreichen könnt. Ja, viel Spaß! Hä? Was zum Teufel?
Lava boosten. Oh, ich hab verloren. Ich kann nicht nochmal Lava boosten. Oh nein. Kann ich hier lang? Scheiße, was mache ich jetzt? Da steht alles so nicht im Skript. Ich brauch dringend ein Herz. Oh, yes. Ach so, sollte hier sowieso hoch. Hallo. Steuerung. Unlucky. Nein! Wo bin ich? Ich gebe noch nicht auf. Sure. Scheiße. Ich gebe noch nicht auf.
Hallo, weg! Alter. Wo stehe ich gerade? Ich habe noch 100 Sekunden. Ich will hier runter. Okay. Will ich hier runter? Ich will hier runterspringen. Okay. Ist das das letzte? Jetzt noch schaffen? Ich weiß es nicht. Bro! Also den Bonus krieg ich nicht mehr. Nee. Das Ding ist einfach ohne mich losgeflitzt. Alter, jetzt come on. Musik. 40 seconds until self-destruct. We're doomed. Bin durch! Ich hab den Bonus nicht mehr geschafft. Aber ich bin durch. Oh mein Gott. Ja. Ich muss das Level nochmal machen. Ich hoffe, es gibt einen kürzeren Weg, wo ich nicht alles sammeln muss. Aber ich bin zumindest durch. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich hier dran sitze. Viel zu lang. Hä? Wieso kann ich nur ein normales Sound? Okay, Musik ist irgendwie verbuggt. Ja, mir fehlt 30 Sekunden schaffen. So, ne? Mir fehlt hier noch in 30 Sekunden schaffen. Ja. Das werde ich dann auch noch gleich mal ausprobieren. Vielleicht gibt es einen besseren Weg. Aber so wie ich es ungefähr gemacht habe, außer die Male, wo ich runtergefallen bin oder einen Fehler gemacht habe, so kann man es in unter 30 Sekunden schaffen. Es ist halt extrem schwer, das Level. Nach wie lange saß ich jetzt hier dran? Insgesamt 2 Stunden oder so? Ich habe es endlich durch. Und es gibt scheinbar noch einen Anstecker. Den Spiegelanstecker. Terdegmu Driv Zella. Alles wird umgedreht. Huh. Da sind so Fliegen dran. Oh Gott, ja, jetzt ist halt alles inverted. Ist das, wenn man online spielt, wie sieht das dann bitte aus? Haben die anderen das denn auch oder ist das nur für einen selber? Ist das irgendwie dann die sind irgendwie sind? Ach, keine Ahnung, Alter. Ja, dann mache ich das mal eben. Aber, warte mal, lol. Wenn man, ihr wisst ja, die Collapse Rifts, die sind ja alle einfach nur die umgedrehte Version von den normalen Rifts mit Zeitlimit und halt anderen Ponds, wo die in anderen Orten versteckt sind. Wenn ich jetzt so lasse, dann würde einfach alles exakt genauso aussehen, wie es normalerweise aussieht. Aber das lasse ich lieber, sonst werde ich noch verwirrt von den ganzen Tipps und Tricks und alles. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, was ich gesehen habe, aber wenn ich richtig liege, kann ich einfach... Ja... die ersten 2 Gebiete und oder vielleicht auch 3 Gebiete einfach komplett fertig machen und das letzte Gebiet, was sowieso das Schlimmste ist, na gut, das kann ich nicht genau sagen, das voll, alle sind schwierig, aber ich glaube das letzte ist halt das Schwierigste, weil es halt so viel Lava gibt, die ich einfach so killen kann. Ich merke schon, wie mein Gehirn direkt alle meine Taktiken verliert, alles vergisst. Einfach weil ich es einmal geschafft habe. Ich muss es noch mal in schnell schaffen. Nur halt nicht alles einsammeln, zum Glück. Nur so viel, wie halt benötigt wird. Ich habe vergessen, dass ich meinen Magneten nicht mehr anhabe. Ich muss nochmal resetten. Stimmt, ich habe hier Mirror an. Hä? Nee. Hä? Hä? Der funktioniert hier gar nicht.
Der funktioniert ja gar nicht. Merke ich gerade. Also mittlerweile habe ich die ersten drei hier wirklich fast perfekt drauf. Ja. Okay, sage ich und ich struggle. Egal, habt ihr nicht gesehen. Aber ja, ich glaube, wir müssen einfach nur die ersten drei machen. Und das letzte, was sowieso am schwierigsten ist. Okay, uff. Komm, ich habe doch jetzt 6 Stück. Das müsste eigentlich reichen, um jetzt einfach zu skippen und dann einfach über 100 Sekunden übrig zu haben. Ich meine, die Mission ist dann nur fliehe mit 30 Sekunden übrig. Ich meine, ist halt super easy, wenn ihr, ne, in den ersten drei Gebieten alles sammelt und das letzte einfach ignoriert. Und das letzte ist halt das Schwierigste und das ist am zeitfressendste ist. Würde ich mal behaupten wollen. Ja, okay. Dann sind wir durch. Damit haben wir dann offiziell über 100 Punkte von 114. Und scheinbar sind hier nur noch 4 Level übrig. Natürlich halt noch der letzte Bonus hier. Aber das machen wir noch, wenn wir dann bei Master Girl sind. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal könnten wir auch Master Girl direkt machen. Oder was meint ihr?